Das wird es tun. Josie, hallo, ist sie wieder, aber ich hab dich gefunden. Was ist los, Sammy? Alles in Ordnung? Du bist meine Tante. Was? Wie? Werde ich? Ich hab so viele Fragen. Keine Zeit zum Fragen. Zeit zum Handeln. Ich habe eine streunende Katze gefunden. Sie bekommt Junge. Wir müssen los. Sam, aber ich... Was ist mit dem schmutzigen Geschirr? Susi, dafür ist keine Zeit. Wir müssen los. Aber... Das wird wieder ein verrücktes Abenteuer. Ich weiß es einfach. Mio, Mio, Mio. Ich brauche eine Sirene für meinen Krankenwagen. Wo ist die Katze, Sammy? Hier drüben. Unsere Patientin ist bereit. Schwester? Ich bin keine Schwester. Und wer ist der Typ? Ich ist Doktor. Der Name ist unwichtig, Susi. Warte, die Patientin. Es ist unsere werdende Mutter. Sie strahlt. Ich dachte, wir hätten es mit einer echten Katze zu tun. Das wäre ziemlich chaotisch, Susi. Und ich bin ziemlich zart beseitet. So macht es mehr Spaß. Vielleicht sollten wir uns die Katze erstmal ansehen. Ist das Ding an? Ich höre nicht. Hallo? Ah, meine Ohren. Ich wusste immer, dass du eine laute Stimme hast. Wie auch immer. Sollen wir anfangen? Meine Ohren klingeln. Ich brauche einen Arzt. Stell dich hinten an, Sam. Die Katze und ihre Jungen haben Vorrang. Mir geht's gut. Es braucht viel mehr, um mich aufzuhalten. Kannst du uns helfen? Man nennt mich nicht umsonst Dr. Sam. Eigentlich nennt mich niemand so. Aber wie schwer kann das schon sein? Jeder kann 5 Jahre Medizin studieren. Wie lautet Ihr Urteil, Herr Doktor? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Ich glaube, wir sollten mal nach dem Kätzchen sehen. Wir können den Monitor benutzen. Ich weiß nicht, Susi. Ich kann unseren YouTube-Kanal auf dem Ding nicht finden. Oh, das liegt daran, dass es kein Fernseher ist. Ah, okay. Das erklärt einiges. Sam, gibst du mir mal den Ultraschallscanner? Gib mir eine Sekunde. Ich muss wichtige Forschungen machen. Hey, sieh dir das an. Sammy, wir sollten eigentlich die Katze untersuchen. Ups, ich wollte nur mal sehen, was in mir drin ist. Ich bin zu 100% Schleim. Also, wie sieht es da drin aus, Doktor? Sehen Sie etwas? Noch nichts, aber gib mir eine Sekunde. Dann muss ich wohl Zauberei à la Sam anwenden. Zurückbleiben! Sam, nein, tu das nicht! Warte, was ist das? Sie haben ein Kätzchen. Warte, ich glaube, das sind noch mehr. Es sind Zwillinge. Ich glaube nicht, dass es Zwillinge sind. Susi, wir brauchen viel Katzenstreu. Oh mein Gott, wie viele sind es? Es sind 500 Kätzchen. Wow, ist das dein Ernst? Das ist ja unglaublich. Wie sollen wir sie alle zur Welt bringen? Das wird ein langer Tag. Wir machen das für die Show und für den Lohn. Moment mal, du wirst dafür bezahlt? Das ist peinlich. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Okay, wir reden später darüber. Tief durchatmen. Ein und aus. Entspann dich. Ein und aus. Oh, das fühlt sich gut an. Ich habe mit der Katze geredet, Sam. Oh. Bereit, Doc? Los geht's. Aus dem Weg. Hier übernehmen wir. Sam, das würde ich nicht tun. Komm schon, Susi. Wie schlimm kann ich schon sein? Das war ein Fehler. Ich glaube, ich muss kotzen. Sam, alles in Ordnung? Ich fühle mich nicht so gut. Ich glaube, die Kätzchen sind bereit, die Welt zu entdecken. An, Susi. Ich passe von hier aus auf. Da kommen sie. Das ist so aufregend. Oh, sie sehen so süß aus. Genau wie ihre Mama. Du machst das toll. Ich bin so stolz auf dich. Danke, Susi. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe mit der Katze gesprochen, Sir. Oh, richtig. Das macht mehr Sinn. Es kommen noch viele Kätzchen. Wie viele wohl? Susi, sagen wir einfach, es sind unglaublich viele. Das dauert zu lange. Es muss einen einfacheren Weg geben. Ich glaube, ich habe eine Idee, aber sie ist unkonventionell. Ich bin bereit, alles auszuprobieren. Du musst die Katze gut schütteln. Vertrau mir. Okay, jetzt geht's los. Wow, es klappt. ich glaube, das war das Letzte. 498, 499. 500 Kätzchen! Ja, endlich! Wir haben es geschafft! Gut gemacht, Sammy! Und der andere Doktor! Jetzt müssen wir ihnen nur noch einen Namen geben. Ich habe ein paar Vorschläge. Sam Junior, SJ! Weißt du, Sam, die Kätzchen brauchen ein Zuhause. Wir bauen ihnen ein Katzenhaus. Ich wusste es! Jetzt wird gebastelt! Hilfst du mir dabei? Ich bin weit voraus. Ich skizziere meine Pläne.
aber ich habe schon angefangen. Ich denke an ein Hallenbad, eine Sauna und einen begehbaren Kleiderschrank für die Katzenhalsbänder. Ich bewundere deinen Ehrgeiz, aber ich hatte gehofft, es einfach zu halten. Na gut, das kann auch funktionieren. Schön, dass wir einen Kompromiss gefunden haben. In der Zwischenzeit kannst du den Kätzchen etwas zum Spielen machen. Um die Kätzchen zu verstehen, muss ich wie ein Kätzchen denken. Miau! Ich habe mich für einen Wollknäuel entschieden. Das ist das klassische Kätzchenspielzeug. Aber das ist noch nicht alles. Ich will, dass sie die schönste Zeit ihres Lebens haben. Weißt du, Susi, das hat nicht den Wow-Faktor. Das müssen wir erstmal ausmalen. Jetzt machen wir es stabiler. Wir können es überkleben. Ich kann dabei helfen. Wir sind ein tolles Team, Sam. Ich hab mich, Susi. Rette dich. Blödes Klebeband. Brauchst du Hilfe? Ich war ein Semester lang in einem Entfesselungskunstcamp. Ich kann das auch alleine. Okay, dann ich glaube an dich. Das wird schön und gemütlich. Ich sagte doch, ich kann mich befreien. Ich habe nie an dir gezweifelt. Kannst du den Turm fertig bauen? Und ich kümmere mich um die Spielsachen. Das wird die Kätzchen beschäftigen. Das ist aber ein hoher Turm. Hoffentlich haben sie keine Höhenangst. Das wird so entspannend für die Kätzchen. Was meinst du, Sam? Meinst du, das wird ihnen gefallen? Sie werden die ganze Zeit spielen. Das viele Spielen muss durstig machen. Ich glaube, die Kätzchen brauchen etwas zu trinken. Hier sind die Schüsse. Und ich habe die Milch. Kommt, Kätzchen, trink! Und ich habe eine Idee. Machen wir den Kätzchen auch ein Bett. Toll! In diesem gemütlichen Bett haben all unsere Kätzchen Platz. Oh, ich könnte auch ein Kätzchenschläfchen gebrauchen. Süße Träume, flauschige Babys. Schlaf gut! Wow, was für ein Tag! Ja, wer hätte gedacht, dass es so schwer sein kann, sich um Kätzchen zu kümmern? Ich freue mich schon auf den Tee. Oh, ich habe die Milch vergessen. Was? Wie kann es sein, dass wir keine Milch mehr haben? Mach doch nichts. Ich habe Milch hier. Danke, aber ich gehe dann mal einkaufen. Bis dann, Freunde. Wolf, einkaufen? Warte auf mich. Ich will Bonbons. Bye, bye, Freunde.